Wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in der Go Battle League. Meisterliga Premier Cup heißt das heute wieder. Es ist heute der vorletzte Tag, an dem ich diese Liga spielen muss, in Anführungszeichen. Danach kann ich gucken, ob ich wieder zurück in die Hyperliga gehe oder in die Superliga, um meine letzten Kämpfe dieser Saison auszutragen. Wir sind gerade bei 2653 Punkten, waren natürlich 100 Punkte weit drüber, als wir gepeakt haben, also den höchstmöglichen Stand diese Saison erreicht haben. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, wieder ein solides Team gefunden, mit dem ich es definitiv versuchen möchte. Und zwar Togekiss, Knackrack und Metagross. Das hat nämlich gestern zum Ende nochmal ganz gut funktioniert. Und ich glaube generell, dass die Togekiss-Führung aktuell, ja, wie soll ich sagen, mit am konstantesten ist. Ja, es gibt viele Leute, die wollen halt irgendwelche anderen Pokémon kontern. Sumpex und Knackrack beispielsweise, irgendwelche Boden-Pokémon gegen die Stahltypen. Und ich glaube, deswegen sehen wir die Stahl-Pokémon nicht so oft vorne. Denkste. Gut. Magnesone, Führung. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt auf unser Metagross raus und unser Gegner holt sein Kampf-Pokémon rein. Das ist in Ordnung. Das heißt, ich kann hier schon mal versuchen, ein paar Schilde zu ziehen, wenn es sein muss. Die Frage ist, soll ich hier... Nee, ich würde sagen, den Kreuzhieb werde ich nicht schilden. Ich sollte jetzt wahrscheinlich sogar noch ein Schild bekommen, was ganz gut wäre. Gucken wir mal. Und wenn mein Gegner nicht schildet, ist das ebenfalls nicht schlecht. Weil dann hole ich meinen Togekiss rein, hole mir ein bisschen Energie. Weil wenn mein Gegner schild... Ja, perfekt, okay. Und ich könnte jetzt sogar überlegen, ob ich nochmal schilden möchte, um nochmal auf Konter zu... auf Dingen zu gehen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich schilde auf jeden Fall einmal. Ich versuche nochmal den Sternhieb zu erreichen. Perfekt. Ich glaube, das war ein Ladeattacken-Gleichstand. Und entweder wird mein Gegner jetzt hier nochmal schilden, oder wir holen uns den Wechselvorteil, was ebenfalls sehr, sehr gut ist. Mein Gegner schildet aber nochmal. Okay. Und will mich hier runterfarben. Sehr aggressiv tatsächlich von ihm. Da wird definitiv gleich am Anfang ein Steinhagel kommen. Okay, der Charme ging durch. Ich werde mir den Schild für Dingens Knackrack aufbewahren müssen. Und dann muss ich halt hoffen, dass dahin irgendwas ist, was nicht so schlimm ist tatsächlich für meinen Knackrack. Wir gehen mal direkt raus, holen uns hier ein bisschen Additional Energy. Ja, das ist das schlechtstmögliche, was hier hätte tatsächlich passieren können. Das war wirklich das Konter-Matchup schlechthin. Togetic hinten, Magnesone vorne. Das Schlechteste, was hätte passieren können. Will ich gar nicht austragen. Ich habe eher damit gerechnet, dass da vielleicht nochmal ein Metagross hinten ist. Ist halt wahrscheinlicher als Togekiss hinten. Aber ja, Magnesone-Führung mit Togekiss sehe ich tatsächlich selber auch zum ersten Mal. Ja. Okay, das erste Spiel heute ging nicht so gut auf mit der Togekiss-Führung. Mal schauen, ob das zweite vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Gucken wir mal. Togekiss Spiegelmatch. Das ist gut. Gucken wir uns mal kurz die WP des Togekiss an. Bester Kumpel Togekiss. Das heißt, wir können hier definitiv nicht gewinnen. Beziehungsweise auch den Gleichstand holen. Ihr seht's. Best Buddy Bonus macht's möglich. Ich hole hier trotzdem die Antikraft raus. Zwinge den Gegner hier zu schilden, wenn er nicht die Führung verlieren möchte. Und ich glaube, ich werde selber nicht schilden tatsächlich in dem Fall. Denn die Führung hole ich mir eh nicht. Jetzt kann mein Gegner natürlich aggressiv hier runterfarmen. Aber das ist in Ordnung, weil dann kommt mein Metagross jetzt rein. Mit dem Patronenhieb. Und ich werde hier natürlich den Flammenwurf schilden müssen, zwangsweise. Vorteil für mich ist, ich habe jetzt einen Energievorteil. Nachteil für mich ist, mein Gegner hat die Wechselführung. So, ich kriege zwei Patronenhiebe im Voraus raus. Das ist ganz gut. Und jetzt kommt ein Gyarados. Das ist nicht so gut. Gyarados ist ziemlich schlecht, den als Gegner zu haben. Ich glaube, ich kann hier tatsächlich nichts machen, als außer drin zu bleiben. Und hier schon mal ein bisschen Schaden zu verursachen. So. Wird wahrscheinlich ein Knirscher sein, was jetzt kommt. Der Gegner holt sich hier einen Haufen Energie. Okay. Schauen wir mal, wie das jetzt hier funktionieren wird. Okay, da kommt Schild vom Gegner. Mein Gegner holt sich hier eine Menge Energie. Ich werde hier nicht schilden.
Ja, meine Hoffnung ist einfach, dass da hinten dann ein Meter groß ist vom Gegner. Was anderes kann ich hier gerade nicht machen. Kaskade. Mein Gegner hat keinen Move gedrückt. Das könnte tatsächlich ein Wutanfall sein, was blöd wäre. Ja, es ist sogar ein Wutanfall. Das heißt, in dem Fall war es richtig, hier nicht zu schilden. Das heißt, ich hole mir hier ein bisschen zusätzliche Energie wieder. Muss jetzt hier den Wutanfall raushauen. Ich weiß nicht, ob ich mir noch hier mehr Energie hätte holen können. Müssen wir halt mal schauen. Oh, es ist ein Relaxo, das letzte Pokémon des Gegners. Okay. Moment, erst den Sandgrab und dann den Wutanfall. Ah, ich habe leider schon den Wutanfall reingehauen. Ah, ich glaube, das war nicht ganz so korrekt. Andersrum. Ah, gewinne ich andersrum das Matchup? Ich glaube tatsächlich nicht. Moment. Aber ich erreiche noch den Wutanfall vor dem Gegner und somit holen wir uns den Sieg. Ich glaube nicht, dass Sandgrab plus Wutanfall gereicht hätte, um hier dieses Metagross zu besiegen, um dieses Relaxo zu besiegen. Ich glaube es wirklich nicht, um ehrlich zu sein. Aber das lief doch nochmal ganz gut hier tatsächlich. Führung verloren. Ja, das ist halt echt blöd. Das Togekiss, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich Togekiss wahrscheinlich diesen Best Buddy Bonus geben in der Führung. Einfach damit wir nicht die Gegner, die Spiegelmatches gegen die Gegner verlieren. Das wäre halt schon sehr, sehr wichtig. Weil so verliere ich eigentlich fast garantiert immer die Führung. Klar, ich kann mir ein Schild holen, aber ja, ich weiß es nicht. Cool wäre es auch, wenn ich den Boost bekomme. Ja, damit könnte ich das Matchup dann drehen. Das heißt, ich habe eine 1 von 10 Chance, da irgendwas dran zu ändern. Und da kommt das erste Dragon ran und das sind die Matchups, die ich sehen will. Schauen wir mal an, was unser Gegner reinwechseln wird. Jo. Der Gegner, der bleibt hier direkt drinnen. Okay, wir fahren ihn halt einfach komplett runter. Holen uns hier den Wechselvorteil. Mein Gegner kann halt einen Hurricane erreichen. Weswegen ich auch hier tatsächlich schilden werde. Hurricane, auch bekannt als Orkan ganz nebenbei. Das heißt, wir haben jetzt den Wechselvorteil. Und da kommt gleich ein gegnerisches Togetic rein. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Weil ich habe halt meinen Metagross hinten, ne? So, und das ist dann das letzte Pokémon, Stumpex. Könnte durchaus sein. So, kein Boost. Schade. Okay. Das wird jetzt eine Aquabitze sein. Und ich muss aufpassen. Mein Gegner hat keine Ahnung, wie viele Umdrehungen auf den Togetic schon drauf. Aber einige. Ich gehe hier straight direkt auf den Wutanfall. Ohne Wenn und Aber. So, okay. Perfekt. Und ich muss hier auch gar nicht schilden. Ich habe noch meinen Metagross hinten, das sollte kein Problem sein. Ja, da kommt eine Aquabitze durch. Ich warte natürlich, dass mein Gegner hier noch ein bisschen angreift. Okay, das heißt, er kann sich jetzt nicht zu viel Energie holen. So, eine Umdrehung wahrscheinlich. Okay. Und jetzt kann ich meinen Metagross reinholen und das soll es gewesen sein. So, ich muss hier definitiv schilden, für den Fall, dass es ein Flammenwurf ist. Und dann sollte ich hier eigentlich runterfarmen können. Außer mein Gegner kommt... Nee. Das ist so unwahrscheinlich, dass mein Gegner hier zu einem zweiten Flammenwurf kommt. Der wird vielleicht eine Antikraft erreichen, aber keinen Flammenwurf. Heißt also, bam, runterfahren mit dem Patronenhieb und dann passt das. Sehr, 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 sehr gut hier tatsächlich gespielt. Mega aggressiv, dass mein Gegner da drin geblieben ist. Aber soll mir natürlich recht sein. Wenn er Sumpex reinwechselt, gehe ich auf Knackrack. Wenn er Togekiss reinwechselt, gehe ich auf Metagross. Also eigentlich tatsächlich für mich immer nur eine Win-Win-Situation. Und das gegnerische Line-Up ist sowieso gegen Togekiss sehr, sehr, sehr anfällig gewesen. Beste Antwort gegen mein Togekiss ist sein eigenes Togekiss und ja. Okay, wenn wir schon bei Togekiss Führung sind. Best Buddy Togekiss. Ja, das ist wieder Best Buddy Togekiss. Ja, rauswechseln bringt mir nichts. Wir bleiben drin und... Yo, okay. Das, gut, okay. Das ist natürlich für mich gut, dass der Gegner hier in Magnesone geht, weil das kann ich direkt bestrafen mit meinem eigenen Magnesone. Mein Angriff sinkt hier gerade leider, was ein bisschen blöd ist. Wegen den Spiegelsalben. Aber das ist gar nicht so blöd, weil, wie gesagt, es ist in Ordnung, okay?
Das ist in Ordnung. Wir fahren hier einfach komplett runter, so gut es geht. Vielleicht könnte ich jetzt nochmal einen Sandgrab droppen, weil der in dem Bereich eigentlich ausreichen sollte. Und dann schauen wir mal, wie es hier laufen wird weiterhin. Perfekt. Das heißt, Magnesone ist schon mal weg. Jetzt kommt das Togekiss wieder rein. Ich kann Sandgrab tatsächlich die ganze Zeit benutzen. Ich könnte aber auch nochmal einen Wutanfall raushauen. Aber ich bin schon bei einem Minusangriff. Ich glaube, das Beste, was ich hier machen kann, ist tatsächlich zweimal Sandgrab. Auch wenn ich eventuell einen Wutanfall erreicht hätte. Ich glaube aber, wie gesagt, das sollte eigentlich ein bisschen besser sein. Weil dann machen meine Charms auch mehr Schaden. Ansonsten lassen wir dich einfach drin. So, wird runtergefarmt. Dann komme ich mit meinem Togekiss rein. So, nochmal eine Antikraft raushauen. Zack, zack, zack. Und rüber. Oh, und noch ein Knackrack des Gegners. Okay. Schauen wir mal. Mein Gegner hat noch ein Schild. Ich habe zwei Schilde. Knackrack, Magnesone, Togekiss. Interessant. So, die Frage ist, will ich einmal schilden? Ich sollte einmal schilden. Für den Fall, dass es Erdbeben ist. Aber es ist Sandgrab. Okay, kein Problem. Das wird jetzt nochmal Sandgrab sein. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich schilde einfach nochmal. Ne, es ist sogar Wutanfall. Perfekt. Und ab dem Punkt sollte hier der Sternhieb ausreichen, um das Knackrack rauszunehmen. Denke ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es sollte eigentlich ausreichen. Okay, und jetzt können wir halt das Togekiss des Gegners runterfarmen. Wird vielleicht ein Flammenwurf sein, aber dann kommt mein Togekiss rein. Und mein Togekiss sollte eigentlich noch genug KP haben, dass wir das Mirror dann gewinnen. Ja, es ist ein Flammenwurf. Okay, und jetzt kommt mein eigenes Togekiss und... Woo! Spin to win! Ganz einfach. Sehr schön. GG, well played. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Wie gesagt, ich hätte meinem Togekiss wahrscheinlich selber diese beste Kumpelschleife gegeben und den beste Kumpel Boost, aber mein Togekiss ist leider noch nicht mein bester Kumpel. Wir sind uns noch nicht vertraut genug. Ich habe jetzt auch ganz nebenbei nachgerechnet. Wenn ich jetzt jeden Tag wie gestern 40 Punkte mache, dann sollten wir hier sogar noch den Rang 10 am letzten Tag erreichen. Aber ja, mal gucken. Wichtig ist einfach jetzt nicht mehr diese super krass Negativserien zu haben. Einfach bei einem Team bleiben und das dann halt den ganzen Tag durchspielen. Ich glaube, das ist wirklich so das Beste, was man machen kann aktuell. Und es gibt halt sehr, sehr gute Tage, wo man 100 Punkte plus macht, 200 Punkte plus. Und ja, das ist somit das Wichtigste. Okay, Togekiss gegen Togekiss. Okay, das... Sollte eigentlich... Oder das sieht mir nach einem Gleichstand aus, tatsächlich. Schauen wir mal. Sieht aber nach einem Gleichstand aus, durchaus. Kriege ich hier einen Boost? Nein, aber mein Gegner schildet. Ach, so läuft das ab, das Spiegelmatch. Okay. Interessant. Ich hätte halt nicht gedacht, dass das so abläuft. Das heißt, mein Gegner hat noch einen Charme eben reinbekommen. Das heißt... Ich sollte eigentlich die ganze Zeit drehen, bis zum geht nicht mehr. Okay, merken wir uns. Notiz an mich. Das ist jetzt ein... Okay. Die Hornior. Ich habe aber Energievorteil. Klar, mein Gegner könnte mich hier runterfarmen, aber das ist in Ordnung. Gucken wir mal, dass wir den letzten Schild des Gegners bekommen. Dann rüber. Und jetzt haben wir hier Knackdack gegen... Glurak, sage ich schon. Gegen Dragoran und ich kann jetzt hier einfach Wutanfall drücken. Mein Gegner hat keine Schilde mehr. Und dann kann ich hier mit Sandgrab-Spam die Situation beenden. Sehr schön. Gut gespielt. Wow, das war aber ein kurzes Set. Das waren doch schon 5 Kämpfe, oder? Ich glaube, das waren schon 5 Kämpfe, wenn ich mich nicht irre. Tatsache, 4:1. Relativ schnell. Also das Team... Hat bis jetzt einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Wir haben einmal die Führung gegen Magnesone extrem hart verloren, weil da können wir wirklich gar nichts machen. Und Magnesone ist mit Metagross so das Schlimmste, was passieren kann. Ja, Stahltypen.
Empoleon habe ich auch zweimal, glaube ich, gesehen in 300 Kämpfen gefühlt. Gibt es auch hin und wieder mal. Das ist natürlich auch nicht ganz so schön. Okay, wie viele Pluspunkte holen wir uns hier damit? 50 sind das, glaube ich, gewesen. Ne? Mit einem 4:1 knapp 50 Punkte wieder auf der 2700. Sehr schön. So darf es gerne weitergehen und wir machen natürlich auch straight weiter. Ja, ich glaube, wir haben gegen Leute gekämpft hauptsächlich jetzt, die auch so in unserem Punktebereich waren. Deswegen gab es mit einem 4:1 nur, in Anführungszeichen, 40 Punkte. Ich glaube, wenn wir gegen 50 Punkte, ich glaube, wenn wir gegen höherrangige gespielt hätten, gäbe es durchaus auch nochmal die Möglichkeit, da bis zu 70 zu bekommen. Na, ihr erinnert euch nochmal, als wir, glaube ich, vorgestern oder den Tag davor gespielt haben, da gab es ja für ein 4:1, für zwei 4:1 gab es, glaube ich, jeweils 60 bis 70 Punkte. So, schon wieder die Turmgeküsse-Führung. Also, okay. Ich bin irgendwie gerade verleitet, vielleicht wieder mein altes Team auszupacken. Aber mal gucken. Okay. Selbe WP-Anzahl, wir beide. Ich gehe hier auf die Antikraft. Ich glaube, mein Gegner ist auch auf die Antikraft gegangen. Ich bin mir nicht so sicher. Ist es überhaupt hier gut, auf die Antikraft zu gehen? Eigentlich nicht, oder? Wenn ich dafür einen Angriff verpasse. Schildvorteil oder was anderes? Na, ich glaube, ich lasse das mal durch. Gucken wir kurz. Gegner hat keinen Boost bekommen, hoffentlich. Da kommt Metagross rein, holt sich hier ein bisschen Energie schon mal. Das ist gut, glaube ich. Je nachdem, was jetzt reinkommen wird. Schauen wir mal. Das ist ein Gyarados, okay. Waterfall Gyarados, ja. So, das heißt, drinbleiben. Gucken, dass wir den letzten Schild des Gegners bekommen. Ja, also wie, ich glaube, war das das erste oder das zweite Match heute? Eins von beiden. Ich habe noch zwei Schilde. Einen kann ich hier durchaus investieren. Gucken wir mal, ob da ein Naschweib ist. Ne, das ist ein Knirscher. Und für Knirscher brauchst du, glaube ich, 6 oder 7 Kaskaden. Das heißt, wir holen uns jetzt den letzten Schild des Gegners. So. Perfekt. Ich glaube, ich sollte einen Sternhieb erreichen, bevor mein Gegner hier nochmal zum Angriff kommt. Perfekt. So, und jetzt haben wir Knackrack mit Schild gegen irgendwas, was hinten ist. Und es kann nicht Togekiss sein. Das heißt also, ich gehe jetzt hier direkt rüber. Dragoran, okay. Und mit Schild gewinnen wir das gegen Dragoran. Ich muss nämlich nur zum Wutanfall kommen. Ich kann die Rachenklaue schilden und dann sollte das kein Problem sein. Ich glaube, selbst... Ich glaube, selbst ohne Schild gewinnt Knackrack gerade mit dem beste Kumpel-Boost sicher den das Matchup. Heißt, wir gehen hier auf den Wutanfall und dann gewinnen wir das. Sehr schön. Togekiss, Dragoran. Ja, krass. Finde ich gut. Finde ich gut, dass wir hier nochmal gewinnen konnten. Da hat es mir hier sehr in die Karten gespielt, dass wir mit Metagross nochmal das Togekiss runtergefarmt haben. So, perfekt. So darf es doch gerne weitergehen. Mit einem Sieg ins Set gestartet. Die Togekiss-Führung gefällt mir, Leute. Das sage ich jetzt, bis wir gleich Stahl-Pokémon vorne sehen. Aber selbst dann sollte es eigentlich spielbar sein, solange da nicht nochmal hinten ein weiterer Hard-Konter ist. Zoompex, ja. Das Matchup ist sehr interessant. Da wünsche ich mir halt hin und wieder Aeroas anstatt was anderem. Aber ja, Moment. War das überhaupt gut, dass ich jetzt hier rausgewechselt bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das gut war. Uiuiuiui, vielleicht hätte ich drinbleiben sollen. Und nochmal ein paar Charme rausbekommen. Weil das ja schon ganz gut ist gegen Zoompex. Okay, ich versuche mir auf jeden Fall hier weiterhin den Vorteil zu holen. Sollte ich hier einmal schilden? Ich wollte einmal schilden, damit ich hier relativ sicher den Vorteil holen kann. Weil es hätte ja sein können, dass es Wutanfall ist. Okay. Das heißt, ich overfarm jetzt ein bisschen. Was? Noch ein Body Slam? Krass, okay. So, einmal Sandgrab. Vielleicht kriege ich, wie gesagt, ein Schild des Gegners.
Nee, aber dann kann ich hier nochmal runterfahren mit zweimal oder dreimal Lebensschelle. Okay, immerhin. So, das heißt, Wechselvorteil habe ich, Energievorteil ebenfalls. Togekiss auch nochmal hinten. Okay. Ich überlege gerade, wie ich das hier am besten mache. Ich glaube, ich muss die Schlammwoge hier einmal tanken. Dann gehe ich hier auf Flammenwurf. Okay. Gut, immerhin hier nochmal ein Schild des Gegners bekommen. Und dann muss ich hier einmal komplett runterfahren. Ah, ich weiß nicht, ob ich das optimal spiele. Ich habe so das Gefühl, das geht besser. Da kommt die Schlammwoge, die überleben wir ganz knapp. So, und jetzt haben wir halt Togekiss gegen Metagross. Schafft mein Gegner hier den Flammenwurf? Das wird halt die Frage sein. Oh, ich glaube, das könnte ein Flammenwurf sein. In dem Fall... Okay. Ich habe Metagross vertraut, dass Metagross den Flammenwurf hier gut wegstecken kann. Das hätte aber echt ins Auge gehen können. Ich habe nämlich nicht mitgezählt, wie viele Umdrehungen die Togekiss gemacht hat, weil wir hatten ja zwischendurch diesen Lag drin. Und normalerweise zähle ich das in solchen Situationen im Kopf mit. Aber das war jetzt echt unangenehm, weil ich da nicht mitzählen konnte wegen diesem Lag. Ja, deswegen sind die Lags manchmal echt ungünstig, sag ich mal. Okay. Schauen wir mal. Wie wird es jetzt weitergehen? Das ist hier die goldene Frage. Ja, Sumpex. Die Schlammwoge muss auf jeden Fall weggeschüttet werden. Ganz, 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 ganz wichtig. Honey Bee Club. Okay. Guter Name. Was haben wir hier für eine Führung? Dragorano. Ja, bitte. Gib mir die Drachen. Oh, Sole Mio. So, wir holen uns ein bisschen Energie und dann geht's zum Sternenhieb. Ich hätte hier jetzt auch komplett aggressiv runterfahren können. Aber ich will meinen Gegner jetzt zwingen, einmal zu schilden. Ja, sehr gut. Dann fahren wir einfach komplett runter. Und ich werde ebenfalls einmal schilden für den Fall, dass es der Flammenwurf ist. Weil so hole ich mir Energievorteil, Wechselführung. Sehr gut. Und ich habe gleich einen Sternenhieb wieder bereit. So, das heißt, wir fahren jetzt hier einfach mit dem Patronenhieb aggressiv runter. Funktioniert ja sehr gut, habt ihr gesehen. Und wahrscheinlich... Kaskaden-Garados. Okay. Also wie dem auch sei, ich glaube, Togekiss sollte hier ziemlich, ziemlich gut sein. Einmal Sternhieb, zweimal Sternhieb. So. Und ich glaube, ich würde sogar tatsächlich... Jetzt Togekiss nochmal reinwechseln, wenn es geht. Einmal schilden hier. Ja, einmal schilden. Oh, es war sogar nur der Knirscher. Alright, und dann haben wir jetzt hier das wunderschöne Matchup. Dragoran gegen Togekiss und Dragoran kann natürlich mit dem Hurricane das Togekiss rausnehmen, aber ich habe erstens eine Antikraft bereit und meine Schamen machen zweitens viel zu viel Schaden. Sehr gut. Bisher läuft es doch eigentlich ganz gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Dragoran, Garados, Togekiss hatten wir jetzt auch heute relativ oft in verschiedenen Konstellationen vorne, aber die Konstellation aus den drei Pokémon, die habe ich heute in den 8 Matches, glaube ich, jetzt dreimal gesehen. Okay, interessant. Man hat halt Togekiss dann meistens hinten. Ja, Togekiss hinten ist sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen wollte ich zum Beispiel nicht dieses Relaxo-Knackrack-Team hinten haben, weil Togekiss dagegen extrem gut ist. Ja.
Aber bisher läuft es ganz gut. Ich weiß auch nicht. Ich finde halt einfach dieses Team, was ich aktuell nutze, das hat halt von allem so mit das Beste. Ich wollte auf jeden Fall Metagross spielen. Ich habe meinen einzigen besten Kumpel, und zwar Knackhack im Team. Und Togekiss vorne ist halt einfach so mit am konstantesten gerade, habe ich das Gefühl. Bis du gegen Magnesonis ran musst. Dann wechseln wir mal hier raus. Ich bin eigentlich rausgegangen. Ja, eigentlich bin ich, wie gesagt, rausgegangen. Das war jetzt ein bisschen blöd, weil jetzt wird mein Gegner einen Stromstoß raushauen können. Nope. Ja, einmal muss ich jetzt schilden. Auch wenn es wahrscheinlich nur die Spiegelsalve ist. Ah, das ist zweimal der Stromstoß. Auch interessant. So, dann kommt einmal hier der Sternhieb. Und nochmal der Sternhieb. Man geht das bei minus 4. Ich glaube nämlich, dass der Sternhieb hier jetzt ausreichen würde. Ja. Sehr schön. Das heißt, wir haben uns hier jetzt nochmal den Wechselvorteil geholt. Immerhin. Okay. Das war nicht ganz so vorteilhaft, aber in Ordnung. So. Mein Gegner hat noch ein Schild. Das ist nicht ganz so toll. Bisschen Schaden hier schon mal raufbekommen. Das ist hingegen ganz gut. Und mein Gegner wird mir jetzt zweimal Sterne hintereinander reindrücken wollen. Den ersten schilde ich nicht. Sollte aber schon mal hier auf der Wechseltaste sein. Das ist ein Naschweif. Okay. Den lasse ich ebenfalls durch. Und dann warte ich einfach, bis mein Gegner mich jetzt irgendwie runterhaut. Also an sich wäre es sogar recht. Epic Stare Down. Mein Gegner hat zuerst gewechselt. Das heißt, er wird jetzt... Moment. Das war gut. Habt ihr es gesehen, wie schnell das war? Das Problem ist, mein Knacker hat schon so viel Schaden genommen. Verdammt. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Mm-mm, das schaffe ich nicht mehr. Oh, schade. Oh, extrem schade. Ah, extrem schade. Das war eigentlich super gut gespielt. Ich hatte nur zu wenig HP. Das heißt, ich hätte den ersten in der Situation schilden müssen. Ja, und wahrscheinlich schneller wechseln sollen. Ah, das war blöd. Das war sehr blöd. Da habe ich zu viel Schaden auf den Knackhack genommen. Egal. Wir haben halt die Führung massiv verloren, aber dann trotzdem nochmal so zurückzukommen, das war eigentlich ziemlich gut. Und nochmal ein Dragoran für den letzten Kampf heute. Immerhin. Das heißt, direkt den Wechselbildschirm hoch. Moment. Da bleibe ich drin. Da bleibe ich sicherlich drin. Das Problem ist hier halt, Gyarados ist ebenfalls sehr schlecht für mein Team. Ich werde hier definitiv auch einmal schilden. Vielleicht auch zweimal, wenn ich ehrlich bin. Knirscher nur. Okay, das ist gut. Okay, immerhin. Und Metagross. Da geht es jetzt erstmal direkt raus. Ich hab gesagt, da geht's raus. Are you kidding me? Wie kann das denn sein? Oh, ist das frustriert. Ich bin eigentlich auf Knackrack rausgegangen. Ernsthaft? Ich bin eigentlich auf Knackrack rausgegangen. Das habt ihr auch gesehen. Oh, man.
Ja, ich bin eigentlich auf Knackwrack rausgegangen. Ganz blöd. Das ist sogar ein Dracomedio. Oh, mein Gegner schildert. Scheiße, und hat jetzt genug Energie geholt. Ach, Mann, das ist so frustrierend, Leute. Ich bin eigentlich auf... Eigentlich habe ich meinen Togekiss draußen gehabt. Und jetzt verliere ich deswegen. Ja, ich werde jetzt deswegen verlieren. Danke, Niantic. Keine Ahnung, was ihr da gemacht habt, aber ihr habt mir gerade den Sieg geraubt. Ich bin eigentlich rausgewechselt. Jetzt habe ich keine zwei Sandgrab. Nein. Oh, das ist so frustrierend, wirklich. Das ist so unfassbar frustrierend. Eigentlich geschenkter Sieg. Ich bin eigentlich rausgewechselt. Und jetzt wird es nur ein 3-2. Wow, der Wechsel war so offensichtlich in Metagross und ich wollte direkt raus auf das Knacker gehen. Ohne Worte. Und jetzt wird es deswegen nur ein 3-2. Ja. Schade. Das sind 30 Punkte, die wir jetzt nicht mehr haben ungefähr. Das werden jetzt zwar noch 20 Punkte sein, aber das hätten 50 sein können. Und das ist natürlich extrem niederschmetternd in so einer Situation. Tja, danke dafür, Niantic. Gutes Wechselspielchen. Sind 20, glaube ich, knapp. Aber wir hätten jetzt bei 50 sein können. Egal. Freunde der Sonne, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich wieder mit demselben Team. Wieder schon reingehauen. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Rigi. Macht's gut.